Willkommen zur Opening Bell. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie keinen Martin Weiß an dieser Stelle. Der Kollege ist mit der Fertigstellung seines Börsenbriefs beschäftigt. China Knaller, aber ich habe ihn schon verpflichtet, dass wir morgen mal gemeinsam hier im Studio in die neue Ausgabe von Der Aktionär blicken. Habe ich auch schon mal hier als, ja, als Screenshot mitgebracht. Das ist hier das Cover. Darüber werden wir sprechen, über die Themen aus dem Magazin, aber so ganz insgesamt auch einfach einen kleinen Krisentalk abhalten. Corona-Krise, die Folgen, wie geht's weiter, wann erfolgt tatsächlich dieser Neustart, der hier beschrieben wird, etc. pp. Also da werden wir mal uns ausführlich morgen drüber unterhalten. Da ist er auf jeden Fall mit am Start, der Kollege Weiß. Unterdessen habe ich mir auch seine Hello Kitty-Tasse geschnappt, habe sie natürlich desinfiziert, Hände gewaschen, alles gut. War auch sowieso in der Spülmaschine, da ist also von der Seite alles bestens. Ob an den Märkten auch alles bestens ist, das wollen wir jetzt mal gucken. Auf Dow Jones blicken wir gleich. Jetzt zunächst der Blick nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Viola Grebe. Hallo Viola. Oh, hinter dir sieht es wieder besser aus. Wir haben jetzt ein bisschen deutlicheres Minus heute Morgen gesehen, wobei im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Wochen und Monaten nicht, aber Wochen gesehen haben, da ging das ja noch. Aber mittlerweile, das Minus wird auch kleiner, oder? Ja, genau so sieht's aus, Marco. Damit hallo aus Frankfurt. Ich finde es gerade sehr schade. Ich habe aktuell kein Rückbild. Wir haben gerade ein technisches Problem. Das heißt, ich kann dich mit der Hello Kitty-Tasse von Martin Weiß jetzt leider nicht sehen. Aber nichtsdestotrotz, du hast natürlich völlig recht, was da am DAX gerade passiert. Wir reduzieren das Minus. Also, wir sind schwächer gestartet. Allerdings, wir haben natürlich auch am Dienstag schon ordentlich zugelegt. Da sind wir um 11% angesprungen. Gestern waren wir ja mal über der 10.000er-Marke, sind dann zwar nicht ganz so hoch aus dem Handel gegangen, aber doch auch noch mit einem Plus. Insofern wäre es jetzt gar nicht auch so verwunderlich gewesen, wenn da erstmal ein paar Gewinnmitnahmen einsetzen. Und das haben wir dann eben auch gesehen. Und man war so ein bisschen vorsichtiger vor den US-Jobdaten. Und dabei sind es jetzt nicht die großen Jobdaten, auf die wir nächste Woche erst gucken, sondern die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die gibt es jeden Donnerstag. Normalerweise, man guckt da schon drauf, aber jetzt guckt man da wirklich sehr extrem drauf. Denn es ist natürlich die große Frage, wie hat sich das Thema Corona-Krise in den USA am Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht? Das ist ja dann ein erster Indikator, wie sich eben die wirtschaftliche Entwicklung dann weiter gestalten dürfte. Und die kamen um 13.30 Uhr, diese Daten, und die sind ziemlich krass ausgefallen. Also die Lage am Arbeitsmarkt in den USA sieht ziemlich heftig aus. Und dementsprechend hat man eigentlich damit rechnen können, dass der Dow im Minus startet. Hat er aber nicht gemacht. Also dementsprechend erklärt sich so ein bisschen dieser Anstieg, den wir da beim DAX jetzt mittlerweile hinter mir sehen. Also Anstieg im Sinne von, das Minus wird ein bisschen reduziert. Denn an der Wall Street setzt man offensichtlich, zumindest beim Handelsauftakt, erstmal weiterhin auf das gigantische Konjunkturpaket, was da geschnürt wurde. Aber man merkt, die Lage am Markt bleibt natürlich in dieser Situation weiterhin einfach nervös. Dann blicken wir einfach bei nächster Gelegenheit wieder auf den DAX. Ich habe auch das Gefühl, wenn die Sendung jetzt in 2, 3 Stunden von den Zuschauern gesehen wird und nicht live, ist eh vielleicht alles wieder ganz anders. Aber danke für den Moment, Viola. Okay, wir schauen mal auf den Dow. Hier sehen wir ihn eingeblendet. Er ist, wie wir gerade gehört haben, ja deutlich im positiven Bereich gestartet. Über 2% zumindest sehen wir ihn hier mit grünen Vorzeichen unterwegs. Knapp 2% der S&P 500 und rund 1,8% der Nasdaq. Ich weiß nicht, ob ich diesem Frieden schon trauen möchte, denn die Zahl der Infektionen steigt ja wirklich noch sprunghaft in Amerika und so ein bisschen hat man das Gefühl, das dicke Ende kommt da vielleicht noch. Man weiß es einfach nicht. Diese Unsicherheit bleibt im Markt drin. Deswegen, klar, wir sehen jetzt eine gewisse Erholung. Darüber freuen wir uns natürlich. Aber wie nachhaltig die jetzt wirklich ist, ist es eine Stabilisierung? Ist es wirklich schon eine Erholung? Oder einfach mal so ein kleines eine Zwischenberuhigung? Wir warten es ab. Wir schauen auf diverse Einzelwerte, wo wir mehr Fakten vorliegen haben. So beispielsweise von Scout24. Man will jetzt Der Konzern will die Aktionäre jetzt erstmal mit massiven Aktienrückkäufen bei der Stange halten. Das heißt, man plant, Papiere im Wert von fast 1,7 Milliarden Euro zurückzukaufen. Die Finanzierung, die will Scout24 hier mit dem Verkauf von Autoscout24 bewerkstelligen. Diese Sparte wird verkauft für 2,9 Milliarden Euro. Dieses Geld wird in die Kassen gespült und damit soll es dann eben diese Aktienrückkäufe geben oder die werden damit finanziert. Gleichzeitig musste man aber eben wegen der Corona-Krise die Jahresprognose jetzt erstmal zusammenstreichen. Das verwundert aber in den aktuellen Zeiten jetzt auch kaum jemanden. Die Freude hat aber überwogen, dass heute Morgen zumindest hat überwogen, wegen dieses Aktienrückkaufs, da ist das Papier im Plus gestartet. Wir sehen es aber jetzt schon hinter mir, mittlerweile wieder in den negativen Bereich gedreht. Aktuell notiert der Wert rund 1,5%, jetzt hier am Nachmittag im negativen Bereich. Man hat sich ja schon ein bisschen erholen können hier von den Tiefstständen. Aber insgesamt natürlich bis zum Hoch, das wir gesehen haben,
zu Beginn der Corona-Krise, Ende Februar, da fehlt noch ein ganz schönes Stück. Da haben wir bei 65 Euro notiert, jetzt sind wir bei 51. Aber immerhin ist, hört sich ja gar nicht so negativ an, was Scout24 da zu vermelden hatte. Noch positiver sieht es aber allerdings bei SMA Solar aus, denn hier hält man trotz der Corona-Krise an den Jahreszielen, also für das Gesamtjahr 2020, fest. Bisher hat nämlich das Coronavirus nur geringe Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf. Das hat zumindest der Vorstandssprecher Jürgen Reinert heißt daher verkündet. Das heißt, der Umsatz und der Gewinn, die sollen beide jeweils 2020 steigen. Auftragseingang und Umsatz, die hätten sich seit Jahresbeginn auch weiterhin positiv entwickelt. Die Sonne scheint weiterhin offenbar. Merkt man ja auch draußen, sehr schönes Wetter, zumindest in den weiten Teilen Deutschlands. Und das, ja, die Coronavirus wirkt sich jetzt nicht negativ aus, zumindest nicht allzu deutlich. 2019 konnte SMA den Umsatz außerdem kräftig steigern. Der Nettoverlust, der konnte hier eingedämmt werden und das kommt auch an der Börse dementsprechend gut an. Und da sehen wir die Aktie jetzt auch im positiven Bereich. Sie legt heute am Donnerstagnachmittag knapp 10% im Moment zu. Das hat die Aktie auch wirklich bitter nötig, weil obwohl das Geschäftsmodell der Solarkonzerne jetzt ja nicht so gefährdet ist wie andere Geschäftsmodelle, im Moment ging es auch hier ordentlichst bergab seit Februar. Aber auch da gab es jetzt eine Erholung. In den letzten Tagen, die sich heute eben mit diesem Plus von fast 10% fortsetzt. CTS-Eventim, unser nächstes Thema, wollen wir drauf gucken. Da könnte man meinen, natürlich, Veranstaltungen jeglicher Art werden in diesen Tagen abgesagt und das nicht nur für jetzt, sondern den ganzen Sommer über wird da kaum was stattfinden. Dennoch bleibt man relativ gelassen seitens CTS-Eventim. Der Konzern sagt, man sei schuldenfrei und könne 2 Jahre durchhalten. So zumindest die Worte des Konzernchefs Klaus-Peter Schulenberg. Er hat auch gesagt, dass die großen Festivals ohnehin gegen einen Ausfall durch eine Epidemie abgesichert seien. Er macht sich eher ein bisschen Sorgen oder was herausfordernder ist die Sache mit der Planung, der weiteren Planung. Wann können größere Festivals oder Veranstaltungen wieder stattfinden? Wann kann man die einplanen? Wann können Vorverkäufe da gestartet werden? Das ist noch überhaupt nicht sicher. Das ist so ein bisschen das Problem. Und zum anderen müssen sie jetzt insgesamt 55.000 Veranstaltungen aktuell abwickeln. Das muss natürlich auch vorgenommen werden. Und er macht sich mehr Sorgen jetzt um kleinere Veranstaltungen und vor allem kleinere Veranstalter oder auch die Vielfalt an kleinen Clubs, die jetzt durch die Krise eben mehr bedroht sein könnte. Aber als Konzern CTS Eventim an sich, da bleibt man relativ gelassen im Moment. Die Aktie, ja, die ist ordentlich eingebrochen im Zuge der Krise, aber diese doch positiven Aussagen von heute führen auch hier wieder zu einem Anstieg. Im Moment zumindest notiert die Aktie im Plus. Wir sehen hier aktuell 1,2% knapp auf der Kurstafel. Ja, so viel für den Moment. Wie gesagt, der Dow Jones im positiven Bereich in den Tag gestartet. Auch der DAX, der konnte sein Minus verkleinern. Mal gucken, ob er dann auch dieses kleinere Minus aus dem Handel rettet heute, der DAX. Oder ob er vielleicht sogar noch ins Plus dreht. Ein paar Stunden wird ja noch gehandelt. Morgen gibt es dann wieder Märkte am Morgen mit dem Kollegen Weiß. Wie gesagt, es gibt auch dieses Special hier zum neuen Aktionär oder so einen Corona-Krisentalk dann auch mit mir und dem Kollegen im Laufe des morgigen Tages. Und wir sehen uns dann auch, wenn Sie mögen, natürlich an anderer Stelle im Programm von der Aktionär TV wieder. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Nachmittag noch. Kommen Sie gut durch die Krise, Hände waschen, gesund bleiben etc. Sie kennen das Spielchen. Machen Sie es gut.